Weißt du eigentlich, welche Versicherungen für Hochwasser wichtig sind? Für dein Haus oder deine Wohnung? Hast du vielleicht schon eine Gebäudeversicherung und für dein Inventar eine Hausratversicherung? Aber hast du auch den Zusatz für Elementarschäden mit abgeschlossen? Wenn nicht, dann kommt die Versicherung auch nicht für Hochwasserschäden mit auf. Also achte darauf, wenn du ein Haus baust oder kaufst, solltest du unbedingt eine Versicherung für Elementarschäden mit abschließen. Und wenn du ein Haus oder eine Wohnung mietest, dann achte darauf, dass der Vermieter eine solche Versicherung für das Gebäude hat. Aber nicht nur für dein Gebäude. Auch für dein Inventar solltest du an eine solche Versicherung denken. Hochwasser kann jeden treffen. Auch dich. Sichere dich finanziell ab. Mit einer Versicherung gegen Elementarschäden.